Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Darksiders 2. Wir sind, was? Nein, ich möchte nicht verlassen, ich möchte fortsetzen. Wir sind hier mit unserem Todesfreund namens Tod. Und ich habe keine Ahnung mehr, was wir hier machen. Ich gucke eben mal schnell. Du hast das Feuer wiederhergestellt, damit aber erst die... Okay. Zu Alia. Jo. Erstmal zu Alia. Schön, dass wir mit diesem Part direkt mit einem Gespräch beginnen. Sowas mache ich doch ganz gerne. Will ich auch direkt ohne Umschweife machen. Also, dann... Achso, ja klar. Die steht jetzt ja woanders. Gut. Dann gehen wir eben hier lang. Wo die eigentliche Schmiede auch ist. Auch. So, hier gibt es auch einige Steinchen zu holen. Ich muss eben kurz mal überlegen, wo und wie. Dann wir so möglichst viele Steine mitnehmen. Ach komm, waren denn die Steine hier nochmal? Die waren... Und zumindest ein... Na okay, dann lass mal so. Jetzt ist er fertig. Ja, endlich. Tod, dies ist der Schlüssel eines Erschaffers. Und du nimmst ihn besser sofort, bevor ich wieder zu Sinnen komme. Du scheinst die Ehre zu verlieren, Ältester. Ein Problem, ja. Aber es gibt auch eine Lösung. Der Wächter. Er sollte unsere größte Waffe werden und in der Lage sein, den Wald um den Baum zu säubern. Doch ein Erdbeben vertrieb uns aus der Gießerei. Ich fürchte, jetzt streunt etwas anderes darin herum. Der Wächter wurde nie fertiggestellt. Wenn der Wächter euer Meisterwerk ist, wie soll ich ihn dann vollenden? Im Wald liegt eine weitere Kreation. Eine der wenigen, die nicht dem Verderben anheimgefallen sind. Er ist nicht so riesig wie der Wächter, aber sein Herz ist stark. Such ihn auf, dann wird er dich zur Gießerei führen. Dort kannst du mit dem Schlüssel des Erschaffers den Wächter aktivieren. Die Kreationen werden von einem Schlüssel erweckt? Ja. Kreationen haben keine Seele wie du oder ich. Nicht, bis sie eine Seele bekommen. Dieser Schlüssel öffnet den Stein und bereitet ihn auf Ebbe und Flut der Lebenskraft eines Erschaffers vor. Tatsächlich verleiht er fast jeder Kreation in diesem Reich Leben. Und was lässt dich glauben, dass ich eine Seele habe, Ältester? Ist es nicht das, was dir Sorgen macht? Wie erkenne ich die Kreation, wenn ich sie gefunden habe? Kreationen sind Wesen aus Fels und Stein, animiert durch die Lebenskraft eines Erschaffers. Die meisten besitzen den Bruchteil einer Seele, gerade genug, um sie anzutreiben und ihnen Sinn zu verleihen. Doch durch andere fließt das ganze Wesen eines Erschaffers, seine Erinnerungen und Emotionen. Eine halb erinnerte Geschichte. Das Leben lastet schwer auf uns allen. Nicht einmal Stein kann es tragen. Wenn Wächter dem Verderben widerstehen können, warum werden sie dann nicht eingesetzt, um das Reich zu säubern? Leider wurden die Wächter gerufen, als die Siegel gebrochen wurden. Der Zoll der Erschaffer, der beim Endkrieg bezahlt werden musste. Dieser Wächter ist als einziger übrig. Dann wurden die Siegel gebrochen.
Kurze Erklärung. Ja, die Wächter, die haben wir ja schon in Teil 1 gesehen, als die Apokalypse losgegangen ist. Und auch die uns die Schatten-Challenges immer mal so beschert haben. Und ja, Tod kriegt jetzt auch endlich mal so langsam mit, dass die Siegel gebrochen sind. Wir wissen ja, Teil 2 spielt vor Teil 1. So, wir kriegen den Erschafferschlüssel. Ein geschmiedeter Schlüssel, der die Essenz der Erschaffermacht bewahrt. Mit ihm kann Tod Kreationen aktivieren. Und mit diesem Schlüssel können wir auch diesen Wächter, den wir noch zusammenbauen müssen, den wir in vor einigen Parts in den in dem Fjord entdeckt haben, auch erstmal aktivieren, damit er uns sagt, ey, such mir mal meine Körperteile. Dann kriegen wir von ihm gewisse Nebenmissionen. So, aber hier war trotzdem noch irgendwo so was wie ein Stein. Da, danke. Wunderbar, wusste ich doch. So. Na komm. Na? Na Stücken. Na komm doch. So, 4 von 34. So. Was war hier? Ja, da brauchen wir noch nicht lang. Da können wir auch noch nicht lang. So, ich möchte aber trotzdem ein bisschen Nebenmissionen machen mit euch. Ich glaube, nach diesem Part kommen erstmal ein paar optionale Parts, wo ich so ein bisschen die Nebenmissionen behandle. Ihr könnt sie euch gerne anschauen, aber die werden so von Story nicht viel erzählen. Aber ich finde, anschauen lohnt sich trotzdem, weil ich meine, gehört ja zum Spiel immer dazu. Und für so möglichst 100% das Spiel zu spielen. So, was machen wir als nächstes? Wir haben. Finde den verlorenen Tempel, ja, das ist der nächste große Dungeon, den wir machen wollen. So, Beitier, Ronhold, Achitner. Abgesetzten König, den können wir noch lange nicht machen. Ja, genau. Den Helm, den können wir noch an Kahn bringen. Gut. Den Helm bringen wir erstmal an Kahn. Ach, wobei, scheiße. Kahn, wo steckt Kahn denn jetzt überhaupt? Ja. Ich glaube, Kahn werden wir eh dann beim verlorenen Tempel wieder sehen. Gut, dann. Ja, dann gut, dann ja. Kehre zur Hölle zurück und aktiviere die Kreation. Dies können wir machen und hier gut, dann machen wir das mal so. Wir gehen das mal zum Fjord und aktivieren erstmal da diese Kreation. So, angelangt. Bitte auswärts, danke. So, erstmal zu diesem Wächter, zu dieser Kreation. Was diese ganzen Orten hier noch anbelangt, hier wo noch Kisten sind, da können wir noch nichts machen, da fehlen uns noch, wie aus Teil 1, noch Items, um halt dann durch die letzten Gebiete nochmal durchzukommen. Oh, das kann man ja später dann alles machen. So. Falsch. Hier lang. Ich wollte jetzt nicht tauchen. Bin ich jetzt falsch? Nee, das ist doch richtig, oder? Na, doch falsch. Genau, hier lang war es.
Da ist er ja. Zack. Stört meinen Schlaf. Ein Fleischling in den Schmiedelanden. Du siehst weder wie ein Engel noch wie ein Dämon aus. Als ich zuletzt erwachte, waren sie die Kinder der Schöpfung. Aber deinesgleichen kenne ich nicht. Wie lange hast du geschlafen? Wie lange? Das weiß ich nicht. Aber ich scheine nur die Hälfte meiner normalen Statur zu haben. Wenn die Kreation schläft, wandert der Stein. Vielleicht kannst du mein abwegiges Selbst finden und zu mir zurückbringen. Wie kann ich das tun? Nimm das. Ein Teil von mir, um den alten Stein zu erwecken und ihn ans Leben zu erinnern. Wie soll ich dich nennen? Oran wurde ich in Fleisch genannt, doch in Stein habe ich keinen Namen. Ja, Fragment von Orans Herzstein. Oran, ein verlorener Wächter, hat dir sein Herz gegeben, damit du seine Körperteile reanimieren und um ihn wiederherzustellen. Dings, genau. So, direkt ein Level up. Machen wir gleich. Ich muss so alleine gehen. Jetzt, ja, Fähigkeit Punkt, danke. Jetzt können wir uns aufmachen, diese Nebenmission erstmal so machen. Wo waren jetzt die ganzen Gegenstände von ihm nochmal? Eins war hier auf dem Fjord, das weiß ich. Eins war am Anfang da bei dem Vulkan-Ding. Ich glaube, eins müsste dann auf dem Weg zum verlorenen Tempel noch sein. Das ist kein Ort für einen Fjord. Ich weiß allerdings nicht, wie viele es insgesamt nochmal waren. Aber egal, wir holen uns erstmal diesen ersten hier, der hier in der Nähe sein sollte. Ja, da ist er auch schon. Ja. Hüpf oder lauf, du Beinchen. So. Können wir uns anschauen? Ja, erstmal. Sonnenregeneration. Ich glaube, ich will immer einen anderen Angriff. Ich glaube, erstmal den hier. So, schauen wir mal. Wannerstein. Ja, gut. Noch drei Sachen. Okay. Leider wird uns nicht angezeigt, wo die sind. Gut, ich denke mal. So, dahin. Und dann holen wir uns erstmal das nächste Stück von ihm. Bis gleich. So, ich habe einen kleinen Cut gemacht, damit es hier ein bisschen schneller vonstatten geht. Denn wir sind schon beim nächsten Item. Oder beim nächsten Körperteil von Oran. Und da ist auch das linke Bein. So. Ich würde sagen, hier müsste ich glaube ich noch mal ein. Genau, warte mal. Erstmal den hier. Weil ich versuche halt nebenbei, wenn ich schon an den ganzen Ort wieder zurückkomme, gleichzeitig hier ein paar Steine mitzunehmen. Ne, ich glaube, da muss ich eine Etage höher. Da. Zack. Ja, das war sehr toll. Zack. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Körperteil.
Also, bis gleich. Und da melde ich mich wieder zurück, denn hier ist das nächste Teil für unseren Oran. Und da tapselt das hin. Der rechte Arm. Auf dem Weg hierher habe ich einige Steine eingesammelt, die wir hier abschießen konnten. Ja, das ist halt eine Nebenquest, die müsst ihr nicht unbedingt sehen. Und wir sehen uns bei dem letzten Arm. Bis gleich. Moin moin, und da bin ich wieder. Und hier ist auch das letzte Stück von dem Uran. Uran, nicht Uran. Ja, und damit haben wir ihn auch, ja, reaktiviert. Kehre zu Oran zurück. So, dieses, ja, dieser Ort, kann man hier sagen, wo ich hier bin. Hier können wir noch gar nichts machen. Das ist der Ort für das Dungeon, die Narbe. Da können wir noch nicht rein, da sollen wir noch nicht rein. Ich glaube, da braucht man Level 15 oder so, um da überhaupt zu überleben. Und da sind wir noch nicht. Aber was ich noch machen kann, Moment. Was ist da? Ich kann diesen Skill nochmal kurz hier so L, B und A, L, B und X. So. Da habe ich diesen Skill auch nochmal da drinnen. So, was machen wir das nächstes? Ach ja, klar, genau. Wir wollen erstmal die Quest mit Oran abgeben. Hier gehen wir. Ja, dahin. Ihr seht ja schon, wir sind in der Gussfestung. Der Portpunkt, den ich hier gewählt habe. Denn hier ist auch gleich der Fjord, wo wir dann zu Oran zurückkehren können. Ihr merkt schon, diesen Part werde ich eher so ein bisschen Speedcutting machen, weil, sagen wir so, die meisten Laufwege. Moment. Ist hier ein Stein? Das hat sich gerade so angehört, als ob hier ein Stein wäre. Nee, ich glaube nicht. Wie gesagt, die meisten Laufwege müsst ihr ja nicht mit ansehen und meistens werde ich dann sowieso ausgehen, eh nur die ganzen Steine abballern, die ich eben gerade mal irgendwie zufällig sehe. Und ansonsten zeige ich euch nur schnell eben die Punkte, wo ihr zum Beispiel die Gliedmaßen hier finden könnt für diese Quest. Oder zum Beispiel wie ihr halt die, oder wo ihr, also ich werde halt direkt dann immer zuschalten, wenn zum Beispiel die Buch des Todes Seiten vor mir sind, damit ihr dann auf der Karte sehen könnt, wo das ist. Und sie dann für euch selbst holen. Damit ihr dann auch sieht, so, aha, okay, die Questmatte lasst ihr dann auch noch fertig oder aktualisiert sie. Ihr müsst dann ja nicht unbedingt die gesamten, ja, Verlauf sehen und so. Sparzeit und so, damit haben wir ihn jetzt auch schon hier zusammengebaut. Ja, hier geht gar nichts. Mein Stein ist wieder ganz. Danke, Fleischling. Die Erschaffer. Ich spüre ihre Verzweiflung. Das Verderben breitet sich aus. Aber vielleicht ist noch Zeit. Verzweiflung ist eine mächtige Kraft, Oran. Und Verderben noch viel mehr. Stimmt. Aber es gibt eine Waffe gegen solche Dinge. Der Wille der übrigen Erschaffer muss wiedererweckt werden. Der Wille, die Zerstörung in der Umgebung zu bekämpfen. Sie müssen an die Wunder erinnert werden, zu denen sie in der Lage sind. Hast du von der Chronik der Erschaffer gehört? Ich fürchte nicht.
Darin steht unsere Geschichte, unser Wissen, unsere Lieder. Die Erinnerung ist verblasst, aber nicht verloren. Reiter, es war kein Zufall, dass du mich wiederbelebt hast. Wir müssen die Chronik der Erschaffer finden. Wir? Ich bin zu groß für geheime Orte, aber du bist flink und klein. Nun gut, wo kann ich diese Chronik finden? Es ist so lange her, dass ich sie in Händen hielt. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber wenn es eine Schamanin unter den lebenden Erschaffern gibt, wird sie die Antwort wissen. Ich werde diese Chronik zurückbringen. Ja, und damit sollen wir jetzt die Chronik der Erschaffer uns holen. Die, wie wir schon gehört haben, für eine weitere Quest... kann ich auch mal zeigen. Da ist unser hier die Chronik der Erschaffer. Spricht mit den Erschaffer-Schamanen. Kurze Erklärung, die Questreihe, die hier mit Oran und die ich jetzt machen werde, das ist eine Promotion-DLC Story, ja, Kampagne kann man sagen. Nicht so lang, aber soll halt bisschen tiefer in die Geschehnisse hinein verfrachten. Eigentlich total nutzlos, wenn ihr mich fragt, aber egal. Ich mach's. So, wieder in Dreistein. Ab zu der Schamanin. Wir wollen die Chronik der Erschaffer. So. Tag, Alte. Gib her. Ein Herz im Wald. Ein Geist, der träumt. Erwecke ihn, Reiter. Sonst entkommst du niemals. Den Wächter suche ich. Wer war er? Er war einst ein großartiger Baumeister. Er träumt seit langer Zeit. Manche sagen, dass seine Träume helfen, unser Reich zu erbauen. Sie geben ihm Gestalt und Farbe. Wenn das so ist, Schamanin, dann haben sich seine Träume schon lange in Albträume verwandelt. Was suchst du, Reiter? Die Chronik der Erschaffer. Ich kann mir kaum vorstellen, warum du an der Chronik interessiert sein solltest. Aber deine Beweggründe tun nichts zur Sache. Sie ist versteckt. Und selbst ich weiß nicht wo. Gibt es nichts, was du mir sagen kannst? Nun, ein Magnetstein könnte die Lage der Chronik enthüllen. Weißt du, die Artefakte wurden aus dem gleichen Stein geschlagen und sie streben danach, sich wieder zu vereinigen. Solltest du einen Magnetstein bei dir haben, wird er dich zur Chronik der Erschaffer führen. Wo kann ich einen finden? Diese Steine sind wertvoll. Sie können auch nur einmal benutzt werden. Es ist unmöglich, den Magnetstein von der Chronik zu trennen, sobald sie vereint sind. Sein Wert ist mir egal und ich brauche ihn nur einmal. Nun gut, aber ich brauche etwas im Gegenzug. Es gibt eine aussterbende Art namens Schattenlaub. Ihre Samen haben große Heilkräfte. Bring mir Samen des Schattenlaubs, dann weise ich dir den Weg zu einem Magnetstein. Gut, ich werde diese Samen finden. Die Kreaturen, die durch das Land streunen, lieben es, Schattenlaub zu fressen. Du wirst die Samen möglicherweise aus ihren Bäuchen kratzen müssen. Na, lecker. Ja. Sammle die Samen ein. Und ich habe keine Ahnung, wo es diese Viecher gibt. Ja. Fleischigen Lebewesen der Schmiedelande. Ich glaube, damit sind einfach jede Gegnerart hier gemeint, außer die Kreationen. Ja, wir sehen uns am nächsten Punkt wieder. Bis gleich. Jo, und da bin ich wieder. Ich bin hier im Fjord angelangt. Denn wir sollen ja laut Quest für die Samen fleischige Gegner töten. Das heißt, also jeder Gegner außer die Kreatur. Das Problem ist, nur jeder zehnte droppt so ein Samen. Das heißt, es kann ein Weilchen dauern, bis Samen, ja, mal diesen Angriff mal getestet. Es kann halt eine Weile dauern, bis ein Samen droppt. Deswegen werde ich
kurz hier. So, den ersten haben wir. Und ich würde sagen, ich melde mich zurück, wenn wir uns alle zusammen gefarmt haben. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt alle 6 Samen eingesammelt. Bin in 3 Steinen und gebe somit diese Quest ab. Und dann sollten wir auch den Magnetstein bekommen. So, da ist sie. Etwas bedrückt dich. Nö. Du bist zurück. So wenig Vertrauen, Schamanin. Hier sind deine Samen. Selten treffe ich auf jemanden, dessen Motive so schwierig zu erkennen sind. Aber meinen Dank hast du. Magnetstein. Ein Magnetstein wird auf natürliche Weise von Objekten des gleichen Materials angezogen. Sollte ein Magnetstein jemals zweigeteilt werden, dann suchen die 2 Teile sich aktiv, bis sie wieder vereint sind. So. Mit diesem Magnetstein können wir jetzt die Chroniken der Erschaffer uns holen. Und die sind praktisch auch in der Nähe. Da brauche ich da einen Cut machen? Nö. Da mache ich keinen Cut. Da können wir direkt so lang laufen. So. Tja, ich könnte ja mal posten, wie ihr das findet. Ob ich halt das mit den Speedcut weitermachen soll. Das Unwichtige so eben halt rauslassen. Natürlich meine ich das nur bei Nebenquests. Und alle Story-relevanten Sachen und Gespräche werde ich alle komplett dann für euch auch da lassen. Weil ich denke mal, so ist das für alle Beteiligten am besten. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ja, schreibt einfach, wie ihr das findet. So, denn hier ist auch schon fast die Chronik. Huch, das wollte ich gar nicht. Weiter. So. Ja, danke. Und weiter geht's. Komm. Ja, Klageklippe, die wird auch noch gleich oder wahrscheinlich im nächsten Part eine Rolle spielen. Also zu diesem Ort werden wir häufiger hinkommen müssen. Allein zu jedem. Och, was ist denn los? Meine Herren. So, wo bin ich jetzt da? Allein jeder Ort wird irgendwie nochmal häufiger eine Rolle spielen. So. Jetzt reiten wir nämlich hier lang, denn. Ach ja. Reite weiter. Och, was soll das denn? Reite doch weiter jetzt. Mann. Denn hier ist auch schon die Chronik. So. Erstmal dich. Zack. Bam. So, hier ist nämlich die Chronik. Schön, wie die uns zugeflogen kommt. Chronik der Erschaffer. Die Chronik der Erschaffer stellt Geschichte, Wissen und Kultur der Wesen, die als Erschaffer bekannt sind, in aufgezeichneter Form dar. Die epische Erzählung ist in Stein gemeißelt und gibt den Geist des Volks der Erschaffer wieder. So, und als nächstes müssten wir wieder zu Oran zurück. Und da sehen wir uns dann auch gleich, wenn wir da sind. So, und da bin ich wieder. Wir sind hier wieder beim Stein angelangt, bei Oran. Es wird Zeit, dass du etwas findest. Genau. Und geben auch somit diese Quest ab. Hier ist deine Geschichte, Oran. Die Chronik. Endlich. Das ist, als ob die Seelen der Erschaffer selbst durch diese Tafel bei uns sind.
Das verstehst du sicher. Tod. Du bist nicht so kalt, wie du uns alle glauben lässt. Nun, behalte das für dich. Ja, Tod ist halt doch ein netter Kerl. Oh, was? Fast ein Level-Up. Alter. Die paar Erfahrungen hättest du uns auch noch geben können, oder? Also, wirklich. So. Als nächstes... Tja, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen... ja, ich würde sagen... Wir machen hier... Ja, genau. Also, ich kann nur sagen... Die Seite 8 von dem ersten Kapitel des Bruders Todes finden wir jetzt im nächsten Dungeon, im verlorenen Tempel. Da brauchen wir jetzt nichts zu machen. Stecker und Steine mache ich halt immer mal mit. Ich habe mittlerweile schon 12 mystische Steinbissen. Und ja, die restlichen kommen halt immer nach und nach. Werde wahrscheinlich eh nicht alle finden. So, gesucht und gefunden. Wo finden wir Karren denn nochmal? Muss ich gleich nochmal ausgucken, wo wir ihn finden. Das können wir noch nicht machen. Achitna kriegen wir auch erst später. Ronhold können wir, glaube ich, gleich noch machen. Beitier können wir, glaube ich, erst dann machen, wenn wir 15 sind. Genau, so war das. Ja, dann natürlich die Hauptmission. Ansonsten... Umrüsten, ja, genau. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann auch im nächsten Part. Also, ne, bis dann. Tschüss.